Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde World of Warships, zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Endlich ist es soweit, das Nationenvideo, es kommt. Und ja, genau, also, wie läuft das hier ab? Ich werde jede Nation im Spiel vorstellen und damit auch theoretisch jedes Schiff, was man frei, also Forschungsbaum, erspielen kann. Und ja, euch so zeigen, was die Schiffe halt ausmachen. Und ja, genau, ich habe sowas Ähnliches schon mal gemacht, indem ich alle Schlachtschiffe, Kreuzer, Zerstörer und so weiter durchgegangen bin. Jetzt halt die andersrum, halt, indem ich die Nationen Stück für Stück durchgehe. Das wird folgendermaßen ablaufen. Ich werde 3 bis 4 Schiffe, also Reihen, pro Video durchnehmen. Das bedeutet, die größeren Nationen kriegen 2 Videos und die kleineren Nationen werden dann wahrscheinlich in Videos zusammengefasst. Also 2 Videos für Japan, 2 Videos für USA, 2 Videos für Russland, 2 für Deutschland, 2 für Großbritannien, 1 für Frankreich, 1 für Italien und dann halt Panasien und Europa zusammen und die letzten 4 auch dann wieder zusammen. Gut, Staatenbund hat jetzt keine Reihe, aber egal. Also letzten 3 so gesehen. So wird das ablaufen und ich werde das auch in der Reihenfolge durchgehen. Also zuerst Japan und so weiter, zuerst die großen Nationen, zu den kleineren, denn in der Reihenfolge wird das auch erscheinen. Schon mal vorab, das ist nur meine Meinung, so wie ich das sehe. Die kann falsch sein, die kann richtig sein. Es ist halt meine Sicht. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Und ja, genau, ich werde anfangs halt so 1 bis 5 werde ich so kurzerhand durchgehen. Und dann nochmal bis Stufe 8 und 9er und 10er dann sehr genau. Und wenn es Superschiffe gibt, die halt auch genau. Und ja, so wird das ablaufen. Mehr ist, also, ja, ich hoffe mal, ihr seid zufrieden. Ich werde mich halt eher auf die High-Tier-Stufen konzentrieren, weil die Leute ja das auch, glaube ich, am Ende ja haben wollen. Und Low-Tier werde ich deswegen ziemlich gerufft zusammenfassen. Ihr seht auch Timesteps von den jeweiligen Schiffen. Also in dem Video jetzt Yamato, Zao und Yolo. Und im nächsten gibt es dann Shima, Haugumo und Hakuryu und so weiter. Also, ja, genau. Ich wünsche euch da mal viel Spaß mit dem Video. Und ich würde mal sagen, dann wollen wir mal losgehen. Gucken wir doch erstmal auf das I der ersten Reihe. Der Schlachtbefreier der Japaner bis zu Yamato. Also, guter Torpedoschutz, das stimmt schon mal allgemein. Schwerer Schaden pro Salve, auch richtig hohe Vorreichweite, hohe Schussgenauigkeit. Nicht immer. Geringe Manövrierbarkeit, auch nicht immer, aber zum Ende hin schon. Geringe Effizienz der Flugabwehr, auf jeden Fall. Und ich finde, damit hatte ich schon eine gute Zusammenfassung der Klasse, wenn man jetzt mal Yamato, also wenn man jetzt mal Yamato als Ziel nimmt. Die Reihe macht oft sehr guten Schaden, vor allem mit der AP, hat ein sehr geiles Kaliber, ein sehr gutes Schussverhalten, sage ich mal. Manchmal treut die Präzision ein bisschen, aber die Range ist super. Ihr haltet gut was aus, die Panzerung treut zwar auch manchmal ein bisschen, dazu werden wir später noch kommen, aber euer Torpschutz ist sehr gut, eure Lebenspunkte auch. Und ja, allerdings, ihr seid das Lieblingsziel von Flugzeugträgern. Es gibt kein schöneres Ziel auf Stufe 10 für Carrier als Yamato. Es ist ein einziger Traum, wenn welche im Spiel sind und man kann sie so schön runterfahren. Ein bisschen so wie im echten Leben, aber egal. Und ja, ansonsten, auch die geringe Manövrierbarkeit stimmt bei vielen Schiffen, nicht bei allen. Es sind manchmal ein paar Schlachtkreuzer mit in der Reihe drin. Und ja, deswegen, die Zusammenfassung passt auf jeden Fall schon mal, was das I hier uns sagt. Und ja, gut, die ersten beiden hier sind Kreuzer, die gehe ich gleich mit der Zao genauer drauf ein und jetzt erstmal Stufe 1 bis 5. Hier habt ihr die angesprochenen Schlachtkreuzer eher, gut, Kawashi ist ja jetzt ein bisschen eine Ausnahme vielleicht, aber es ist halt so ein Erster Weltkriegs-Dreadnought, man sieht das sehr an der Geschützanordnung. Halt so ein klassisches Schiff, gutes Kaliber für die Stufe, 305 mm, das ist Standard, das ist okay. Und ja, aber die werdet ihr relativ schnell durchhauen. Danach kommt die Miyogo und Yogi, pardon, mit einer sehr interessanten Geschützanordnung, so wie ich finde. Ein Turm vorne, 2 Türme hinten. Und hier hatte ich schon ein ordentliches Kaliber für die Stufe, 356 mm, 28 Sekunden Nachladezeit. Ihr seid relativ fix für die Stufe, auch erst recht, wenn ihr eine bessere Motor einbaut. 28 Knoten, das ist ja fast Lichtgeschwindigkeit auf der Stufe für Schlachtschiffe. Und 3 Rümpfe, warum auch nicht, weil es Spaß macht offensichtlich. Und ja, deswegen, aber eure Hauptbatterie schießt schon 17 Kilometer weit auf Stufe 4. Das ist verdammt weit. Und da seht ihr, glaube ich, schon, wo die Reihe hingeht. Machen wir weiter mit der Kongo, einem der meiner Meinung nach besten Fünfer im Spiel. Ich finde, das Schiff ist sehr stark. Sie macht sehr viel Spaß zu spielen auf jeden Fall. Und ist einfach geil, würde ich mal sagen. Das Schiff hat, das Geile ist, sie hat von sich aus jetzt schon eine Feuerreichweite von 19,3 Kilometer mit der Hauptbatterie. Deswegen hatte ich hier damals den
Feuerleitstand weggelassen, aber dann kommt ihr auf über 21 Kilometer auf Stufe 5, das ist einfach krank. 30 Knoten schnell auf Stufe 5, das ist auch sehr stark. Es ist aber halt immer noch ein Schlachtkreuzer, auch wenn eure Lebenspunkte gehen und euer Torpschutz auch für die Stufe, habt ihr nicht so viel Panzerung wie normale Dreadnoughts auf der Stufe. Und es ist ja auch ein Erster Weltkriegsschlachtschiff, ihr seht es schon, ihr habt zwar einen Torpedoschutz, der hier noch davor liegt, aber das ist alles nicht so viel Panzerung, ihr werdet sehr viel Schaden fressen über Breitseiten vor allem. Die Torordnung hier hinten ist manchmal auch ein bisschen hinderlich, dass die Türme nicht alle auf ein Ziel gleichzeitig aimen können, das nervt manchmal. Und ja gut, Flugabwehr ist jetzt auf der Stufe noch nicht so wichtig, aber es ist ein Schlachtkreuzer, der sich sehr gut fährt, der sehr guten Schaden auf jeden Fall verursachen kann, aber halt Lebenspunkte technisch, beziehungsweise Tank technisch ein bisschen Probleme hat. Kommen wir nun zu Fuso. Einer Glaskanone würde ich fast sagen, wie so viele Stufe 6 Schlachtschiffe. Und sie hat 6 Türme ziemlich dämlich angeordnet. Ich hasse diese Anordnung auch, aber sie haut sehr gut rein. Wenn die Kongo schon mochtet vom Schussverhalten her und so weiter, dann werdet ihr die Fuso weiterhin lieben. Es ist eine Glaskanone, halt wirklich ein bisschen seitlich hat sie zwar Panzerung, aber nicht so viel. Zitadelle liegt auch relativ weit oben, nicht direkt jetzt über Wasser, aber schon knapp unter der Wasseroberfläche. Und ihr kriegt da schon ganz gut Schaden. Aber hier ist Torpedoschutz schon überragend für die Stufe 34%. Ist krank. Aber das Schiff ist sehr langsam. Und ja, halt eine Glaskanone ein bisschen. Versucht keine Breitseite zu zeigen mit dem Schiff. Sehr, sehr anfällig. Gehört zu einem weiteren Highlight der Reihe. Nagato. Auch einer der besten 7er meiner Meinung nach. 410 mm schon auf der Stufe. Was andere Schiffsklassen als Stufe 10 Kaliber haben, geht hier einfach ab Stufe 7 los. Sehr, sehr geiles Kaliber, sehr geile Hauptgeschütze, super angeordnet. Die Lebenspunkte sind, wenn ihr den Rumpf einbaut, auch sehr stark für die Stufe, 65.000 Lebenspunkte. Der Torpschutz könnte mir jetzt wieder ein bisschen besser sein, bei der Fuso war er besser. Der Speed ist, finde ich, okay, 25 Knoten. Ich schieße 20,5 Kilometer weit, habe sogar noch ein Flugzeug dabei. Hier ist okay. Allgemein, die Verbrauchsmaterialien bei einer Apache Schlachtschiffe sind nicht besonders. Sie sind da, sie erfüllen ihre Aufgabe, aber sie sind nicht besonders, weshalb ich da jetzt nicht so gut mehr drauf eingehe. Ansonsten, eure AP verursacht sehr viel Schaden für die Stufe. 12.600 hat einen sehr guten Pen für die Stufe. Das Schiff gewinnt sehr viele 1 gegen 1 Duelle mit anderen Schlachtschiffen aufgrund seiner starken AP. Sogar ein bisschen die Secondary ist sogar für ein bisschen was zu gebrauchen. Spielt da jetzt mal bitte nicht drauf. Und also sie kann aber euch trotzdem manchmal den Arsch retten. Und einfach ein sehr, sehr starkes Schiff, ein sehr ausgewogenes Schiff. Gutes Schlachtschiff. Machen wir jetzt, schließen wir den Part schon mal ab mit der Amagi. Es ist ein bisschen in Nagato, nur als Schlachtkreuzer, hat einen Turm mehr, ansonsten dieselbe Hauptbatterie. Hier treut sie manchmal mit der Präzision meiner Meinung nach. Auch allgemein, was sich auch durch die Reihe durchzieht, die Turmdrehgeschwindigkeit ist unterirdisch. Die Yamato ist schon nicht so wendig und trotzdem drehen die Türme langsamer als das Schiff dreht. Also das ist auch oft ein großes Problem. Die Amagi ist ein bisschen eine Kongo, auch auf Stufe 8, würde ich mal sagen. Kann man auch so ein bisschen spezifizieren. Sie hat einen sehr guten Torpedoschutz, aber die Panzerung ist jetzt nicht, dass sie extrem viele Zitas frisst, aber die Panzerung hält trotzdem AP nicht so gut ab. Das Gute ist, dass die Zitadelle hier nochmal hinter einem Panzerungsgürtel versteckt ist und erst sehr tief losgeht. Das bedeutet, ihr frisst zwar keine Zitas so oft, kann euch trotzdem passieren, aber ihr frisst trotzdem viel Schaden, weil die AP, ihr habt nicht so eine gute Panzerung. An sich ist es gut, an sich ist es auch gleichzeitig schlecht. Es breitet halt sehr selten was ab, vor allem wenn ihr breit steht. Ihr müsst aber oft breit stehen, um eure ganze Gunpower einzusetzen mit den 3 hinteren Türmen. Ist manchmal ein bisschen problematisch, aber auch sonst hier habt ihr eigentlich dieselben Stärken wie mit einer Kongo. Ihr seid sehr schnell, 30 Knoten, habt gut Leben und sehr guten Torpedoschutz, könnt gut weit schießen, habt eine ordentliche Gunpower. Habt hier auch wieder Flugzeuge, die ihr schon wählen könnt. Nehmt das Aufführungsflugzeug mit, dann könnt ihr noch weiter schießen. Und hier ist der Speed halt vor allem wirklich ganz, also wirklich akzeptabel. Sogar die Flugabwehr ist hier akzeptabel. Und deswegen ein schöner Achter. Kommen wir nun zu einem absoluten Nicht-Highlight dieser Reihe. Die sagenumwobene Izumo. Ihr seht es schon am Turmlayout. Sie hat nur Fronttürme. Okay. Wenn wir die Richelieu nehmen, kann es auch geil sein. Aber hier können nicht alle Türme nach vorne schießen. Ihr habt nach hinten gar keinen Turm. Klar, die Türme haben dann, vor allem der obere hat einen ziemlich guten Richtwinkel hier übers Deck hinweg. Also ihr habt jetzt nicht so einen großen toten Winkel mit ein bisschen Wänden, könnt ihr schon nach hinten schießen. Trotzdem, es ist nervend. Kann es sehr, sehr nervend sein. Ihr habt hier auch wieder 410 mm Drillingsturm. Die hauen schon gut rein, wenn sie dann treffen. Und wenn ihr sie auch alle anbringen könnt, dann machen sie schon gut Schaden. Aber hier auch hier wieder, das Schiff ist relativ langsam jetzt mittlerweile für die Stufe 28 Knoten.
Die Lebenspunkte sind okay, der Torbschutz ist jetzt auch nicht so dolle. Die Feuerleitanlage 21,7 Kilometer, das ist okay, wird für einen Neuner mittlerweile. Nimmt das Flugzeug aber mit, damit ihr, ihr müsst weit hinten bleiben. Ihr müsst weit hinten bleiben mit dem Schiff. Vorne seid ihr absolut aufgeschmissen. Also im Frontbereich, das ist kein Frontkämpfer, trotz dieser Türme. Ihr tankt auch spitz, tankt ihr auch ganz gut was. Ihr habt auch einen sehr großen Panzerungsgürtel. Aber trotzdem, auch vor allem aufgrund der Türme, tankt ihr halt ganz gut spitz was. Aber auch hier wieder breitseitentechnisch hat sie manchmal Probleme, aber, das muss man dem Schiff lassen, wenn ihr sie ein bisschen anwinkelt, also ungefähr irgendwie ein bisschen so steht und hier Schiffe, Schüsse raufkommen auf eure Flanke, dann passiert da nicht so viel Schaden. Ein weiterer Vorteil des Schiffes ist, sie hat sehr kleine Aufbauten. Das bedeutet, ihr werdet nicht so viel Damage über HE und auch AP in die Aufbauten bekommen, was auch ein Vorteil ist. Also sie kann schon tanky sein, aber dieses Turmlayout macht euch oft genug Kopfschmerzen, das verspreche ich euch jetzt schon mal. Und auch dieser Rumpf, der euch ganze geil 2400 Lebenspunkte mehr, wuhu, halt auch ziemlich sinnlos und dafür gibt ihr halt sau viel EP aus, was ein bisschen ärgerlich ist. Und auch die, auch halt dasselbe mit dem Antrieb, geil, 0,8 Knoten plus, wuhu. Ja gut, Feuerleitanlagen gibt natürlich nie so viel, aber ab 2 Kilometer immerhin, das ist, finde ich, das größte Upgrade, was das hier angeht. Und ja, kommen wir aber nun zu Yamato, natürlich. Ein Schiff, was ich durchaus zu schätzen gelernt habe, es ist legendär natürlich. Das schwerste Schlachtschiff, was hier gebaut wurde, nicht das längste, ich glaube die Aurora war länger. Aber auf jeden Fall das schwerste und auch man durchaus kampfstärkste, je nach Bedingung gegenüber der Iowa, je nach Bedingung, aber an klaren Tagen wird sie schon kampfstärker gewesen sein. Sind leider nie aufeinander getroffen, das heißt leider, Menschen sind deswegen nicht gestorben, aber trotzdem, man kann jetzt nicht sagen, wie dieses Schlachtschiff-Duell ausgegangen wäre. Und beinahe die Konterrenten im Zweiten Weltkrieg, kurze Geschichtsstunde. Und ja, aber 64 mm Türme. Geil. Wirklich unique Caliber in diesem Spiel. 64 mm hat kein anderes Schiff. Die haben meistens 457 mm oder halt noch höher. Und ja, also, was macht dieses Schiff aus? Ihr habt natürlich ein sehr tankiges Schiff in gewisser Weise. Spitz hält sie sehr viel aus. Ihr habt die 50 mm, 32 mm vorne und hinten, das sehr praktisch ist. Bezüglich HE, die Türme haben 650 mm, der Kommandoturm hat auch nochmal 500 mm. Die Aufbauten sind auch nicht so riesig wie bei anderen Schlachtschiffen, das ist auch sehr angenehm. Spitz tankt ihr wirklich ziemlich gut. Trotzdem werdet ihr gerne angezündet natürlich, wie so jedes andere Schlachtschiff auch. Vor allem aber auch hier, zeigt keine Breitseite. Das Schiff hat leider den Breitseitenschutz, die Zitadellenschutz der Vorgänger nicht übernommen. Ihr seht es, hier ist die Wasserlinie, hier ist der Torpedoschutz, der sehr gut ist, 55% ist super. Aber die Zitadelle ist verdammt weit außerhalb des Wassers. 410 mm Panzerung ist zwar viel, aber trotzdem, sie ist sehr weit außerhalb des Wassers. Ein Tipp gegen die Yamato, schießt hier an die Türme ungefähr hier auf die Höhe. Da zittert ihr fast immer. Ihr habt das Video mit der Petro gesehen von mir, wo ich, na, ich glaube, es war zwar eine Shikishima, glaube ich, aber es ist ja selber Rumpf. Und sie hat sau viel Damage gefressen hier rüber. Ihr fresst Zitas breitseitentechnisch. Das ist ein Riesenproblem mit dem Schiff, weil, jetzt kommt der nächste Nachteil, ihr seid verdammt langsam. 28,4 Knoten, sie ist der zweitlangsamste Zehner. 900 Meter Wende raus ist okay, aber die Ruderstellzeit ist eine Katastrophe. Die Verborgenheit ist mit 14,1 Kilometern, wenn man volle Kanne jetzt drauf geht, so wie ich, ganz okay. Aber ihr habt auch nicht den Speed, um jetzt großartig wegzukommen. Und die Flugabwehr ist scheiße. Sie ist einfach scheiße, da kann man nichts gegen sagen. Das Schiff hat eine katastrophale Flugabwehr. Sie kann nicht so gut Torpedos ausweichen, auch wenn sie gut den Schaden wegtankt, kann sie ihn nicht gut ausweichen. Zerstörer und Carrier und U-Boote sind eure ärgsten Feinde. Eure Wasserbomber dachten sich auch so. So, chance-technisch, was ist das? Ja gut, chance-technisch geht sogar, aber trotzdem, das ist, U-Boote sind immer noch schwer zu bearbeiten. Es ist nicht perfekt. Ihr seid sehr top-anfällig, bleibt hinten. Es ist ein Sniper. Wenn ihr das Schiff sehr geil spielen wollt, holt euch auch noch das legendäre Modul hier in der Waffenkammer. Dann ist sie sehr präzise, wird fast zum wirklich geilen Sniper. Ich habe sie so jetzt ausgebaut. Ungefähr so würde ich euch auch alle anderen Schiffe empfehlen, auszubauen. So habe ich den Kapitän geskillt. Und halt alles auf Überlebensfähigkeit und halt Turmdrehgeschwindigkeit, weil wie gesagt, die Türme drehen immer noch katastrophal langsam. 57 Sekunden ist sehr lange. Trotzdem, ich habe sie auf Kosten dessen auf 26,4 Sekunden Nachladezeit bekommen. Was sehr schnell ist für dieses Kaliber.
Sie haut sehr guten Schaden rein, aber ein weiteres Problem nochmal mit der Panzerung, wenn man mal darauf zu sprechen kommt. Auch wenn ihr Spitz eigentlich ganz gut tankt, können highkalibrige Schiffe, ihr seht es schon, hier über das Deck in die Zitadelle einschlagen, weil sie so weit nach vorne guckt. Und ihr könnt Spitz eine Yamato zittern. Ich habe auch schon mit einem Kollegen mich auch schon zusammengefahren. Der hat es geschafft, sogar eine Satsuma, also das Schiff, zu das wir gleich kommen, auf 17 Kilometer mit einer Petro zu zittern. Das Schiff hat Schwächen, aber sie haut extrem viel Schaden rein. Eure Hauptbatterie ist eine sehr große Stärke des Schiffes. Ihr haut sehr viel Damage damit rein. Eure Secondary sieht zwar eigentlich verführerisch aus, aber spielt nicht auf Secondary. Sie hat zu wenig Pen. Und sie kommt halt nicht durch die Zerstörer meistens durch. Ihr müsst hinten bleiben. Ihr müsst euch eine Flanke aussuchen, hinten bleiben und dann schön eure Entfernung ausspielen, eure Reichweite 26,6 Kilometer ohne Flugzeug. Deswegen überlege ich immer, ob ich einen Jäger mitnehme oder nicht, weil die Flugabwehr so grottig ist. Ich wechsle das immer ein bisschen durch. Und ja, kann ein sehr starkes Schiff sein, wenn man es richtig spielt. Kommen wir noch kurz zum Superschiff. So, Zusatzgefecht, damit ich es auch sehe. Da ist es, Satsuma. Sehr starkes Schiff. Da gibt es auch kurz ein I. Gucken wir uns das an, im Gegensatz zu, also gegenüber anderen Superschiffen ist dieses I jetzt. Guter Torpedoschutz, hohe Schussgenauigkeit, keine Abrate der AP-Granaten an der Vorder- oder Schussbeklattung von Schiffen gleicher niedriger Stufe, das ist korrekt. Geringe Feuerrate, auch hier wieder gibt es eine Fähigkeit. Wenn ihr genug Schüsse eingeschossen habt, dann werdet ihr sehr viel präziser. Geringe Verzeichnung der Flugabwehr, geringe Vulnerabilität, hohe Erkennbarkeit, zieht sich alles durch wie mit der Yamato. Es ist eine größere Yamato, da gibt es jetzt nicht so viel zu sagen. Es ist ein geiles Schiff, sie macht sau viel Spaß. 510 mm. Und die Schüsse sind mit der Fähigkeit, wenn ihr eine gewisse Anzahl von Schüssen in der Nähe von Schiffen platziert habt, könnt ihr diese Fähigkeit aktivieren und die haut dann extrem viel Schaden an. Sehr geile Sache. 35% bessere Streuung der APG-Granaten, der Schiffshauptbatteriegranaten. Auch hier ähnlich geskillt wie halt die Yamato, auch wenn das hier ein besonderer Kapitän ist, deswegen habe ich die halt hier so geskillt. Ist ein schönes Schiff, macht sehr viel Spaß zu spielen, hält gut was aus, aber auch hier wieder die Zitadelle liegt so weit außen, auch wenn sie 64 mm habt. Bleibt hinten, auch hier, ihr seid noch mehr Sniper als mit der Yamato, ihr habt einen noch katastrophalen Wenderadius, 1020 Meter, jetzt auch wieder 22 Sekunden Ruderstellzeit, ihr geht 14,5 Kilometern auf. Das Schiff haut extrem viel Schaden rein, aber seid ein Sniper. Auch die Flugabwehr ist besser, aber immer noch nicht überragend. Auch wenn das Schiff sogar eine Überlegung wert wäre, auf Secondary sogar ein bisschen zu spielen, mal just for fun. Weil, ich bitte euch, sie hat 203 mm Türme. Sie hatte hier wirklich schwere Kreuzerartillerie als Secondary drauf und die 100 mm der Aogumo, die sehr geil ist. Just for fun, so, wenn es mal irgendwie so 1 gegen 1 mit Superschiffen gibt, könnte man die wirklich auf Sec spielen. Ist es lustig, ich würde es euch trotzdem nicht empfehlen. Sie hat genug Penergieser zu Yamato. Aber ja, es ist der größere Yamato, haut extrem viel Schaden rein. Das Schiff macht Spaß, wirklich, aber bleibt bei Entfernung ist auch der Leitspruch der nächsten Reihe. Machen wir weiter mit dem nächsten I, der Zao. Sprengkanonen verursachen hohen Schaden, hohe Schussgenauigkeit auf Stufe 5, geringe Turmdrehgeschwindigkeit, auch hier wieder. Ihr habt sehr geile Torpedos, das ist korrekt. Die Winkel sind auch nicht so dolle, da kommen wir gleich zu geringer Erkennbarkeit. Es sind halt hier Kreuzer, 1 und 2 werde ich jetzt nicht durchgehen. Dreier ist ganz lustig. Die Reihe habe ich allerdings nicht. Aber ich kenne Leute, die sie spielen. Ich habe sie auch schon in Testservern etc. auch schon gespielt. Also ich bin jetzt hier nicht komplett unerfahren. Allgemein, jede Reihe habe ich eigentlich im Testserver schon mal gespielt. Abgesehen von der spanischen. Und deswegen kann ich eigentlich zu allem immer ganz okay was sagen. Auch hier, ihr habt Tops mit Schiffs. Sehr geil. Hauptbatterie, ihr haltet nichts aus. Es ist ein Dreier. Kommt. Gehen wir zum Vierer. Auch hier Kreuzer technisch. Auch hier wieder gute Torpedos. 140 mm ist eigentlich fast dasselbe Schiff wie der Dreier, nur ein bisschen größer. Ihr habt eine riesige Zitadelle, wenn ihr mal guckt, wie weit das Ding aus dem Wasser ragt. Das ist also. Das ist eine riesige Zielscheibe, ein riesiges Willkommen, bitte, gibt mir Schaden. Also, ja. Furutaka. Ein ganz schönes Meme-Schiff. Früher, seid froh, dass ihr sie nur noch so kennt. Früher war das Schiff so unglaublich viel schlechter. Sie war eine Katastrophe. Aus folgendem Grund. Sie hatte, anstatt dieser schönen Doppeltürme hier, hatte sie 6 Einzeltürme, die in Pyramiden hier vorne angeordnet waren. Das war grässlich zu spielen. Sie hat sich schlimm angefühlt. Wirklich. Einfach schlimm.
Trotzdem, sie hat gute Torpedos mit jetzt schon auf Stufe 5 10 Kilometern Range. Das Schiff kriegt ihr, glaube ich, auf ungefähr 10 Kilometer, wenn ihr skillt. Nicht ganz, dürfte nicht so sein. Trotzdem, sie hat sehr gute Torps, jetzt schon auf der Stufe. An sich eine gute Hauptbatterie, aber sie lädt elendlang nach. Sind aber auch 200 mm. Das Schiff ist okay. Aober ist da schon geiler. Nimmt übrigens bitte eigentlich immer, fast immer den Hydro mit, wenn ihr könnt bei Kreuzern. Nur mal ganz kurz. Auch hier Verbrauchsveteranen sind nicht besonders. Sie tun, was sie tun sollen. Aober ist fein. Auch hier habt ihr eine verbesserte Furutaka. Ihr habt dieselbe eine bessere Hauptbatterie. Nicht dieselbe. Ihr habt 203 mm Türme, die schneller nachladen, glücklicherweise. Und ihr arbeitet hier die geilen 10 km Tops bei. Ihr seid verdammt schnell. Ihr habt einen noch besseren Tarnwert. Aber auch hier wieder seid ihr so ein bisschen ein leichter Kreuzer mit schwerer Kreuzerartillerie. Eure Zitadelle auch hier ist wieder jetzt nicht so ganz so dolle. Es seid ein Spamkreuzer, bleibt weit hinten mit den Schiffen und fahrt aus der Entfernung heraus. Machen wir weiter mit der Miyoko, einem sehr interessanten Schiff. Hier geht's los mit dem schweren Kreuzerbau der Japaner mit dieser Klasse. Ihr habt hier Midships, zwei Torpwerfer. Sehr geil. Torps sind einfach geil bei der Reihe. Und hier habt ihr jetzt auch so eine Pyramidenanordnung. Allerdings habt ihr da Doppeltürme, 203 mm, drei vorne, zwei hinten. Ihr haut gut Schaden rein, ihr könnt gut eure Gegner mit HE einfach absolut nervtötend abfackeln. Spammt sie zu mit HE, dafür sind diese Schiffe da. Ihr habt Torps, auch hier wieder mit 10 km Range, sehr schnelle Torpedos. Jetzt nicht mehr so eine gute Verborgenheit, weil das Schiff jetzt wirklich auch ein schwerer Kreuzer ist. Eure Lebenspunkte sind relativ gut für die Stufe als Kreuzer. Aber auch hier wieder panzerungstechnisch, so wie bei eigentlich allen Kreuzern. Das muss ich euch jetzt, glaube ich, nicht mehr so großartig erzählen. Ihr fresst verdammt viel, zieht das, wenn ihr Breitseite steht. Das Schiff kann aber auch viele Overpants fressen. Das ist kann auch ein Vorteil sein. Sie hat nicht so viel Panzerung. Das bedeutet, die Schüsse schlagen eher durch und machen nicht so viel Schaden. Also durch Gie schlagen dann. Ihr habt einen sehr hohen Speed. Ihr könnt schnell in Position kommen, aber Gegner einfach nur zu nerven und am Ende auch noch mit den Torps gut was machen. Starkes Schiff, Mogami. Sehr interessantes Schiff, weil ihr habt hier zwei Optionen. Ihr könnt hier mit 155 mm spielen oder mit 203 mm. Ihr ladet sehr viel länger nach. Was heißt sehr viel länger? Ihr ladet 4 Sekunden länger nach. Aber von 10 auf 14 finde ich es schon happig. Klar, ihr macht natürlich mehr Schaden, weil es 203 mm sind. Aber mit den 155 mm Türmen habt ihr Drillingsrohre. Mit den 203 habt ihr Doppeltürme. Überlegt euch das gut. Mit diesen Drillingstürmen könnt ihr die Gegner richtig geil niederfahren. Guckt es euch an. Spielt sie mit den Drillingstürmen erstmal. Wenn es euch gefällt, würde ich euch fast empfehlen, lasst es, behaltet es bei. Ihr könnt sie richtig geil, wie gesagt, runterfahren damit, weil ihr eben zu viele Rohre habt. Es ist sehr praktisch. Auch hier wieder. Tarnwert wird wieder sehr gut für so einen großen Kreuzer. Ihr seid sehr schnell. Habt richtig geile Torpedos wieder. 10 Kilometer, sehr schön viel Schaden. Reload ist auch okay, Speed ist auch okay. Und eure Reichweite der Hauptbatterie 15,7 Kilometer auf Stufe 8 schon, das ist viel. Und auch hier zeigt sich schon, bleibt hinten. Bleibt hinten und farmt sie runter. Ihr habt leider nicht mehr Leben als der 7er. Das ist ein bisschen ein Nachteil vom 8er. Aber ja, kommen wir zum 9er. Ibuki. An sich sind 7er, 8er und 9er nehmen sich nicht viel. Es sind sehr ähnliche Schiffe. Ihr habt ihr jetzt auch nur die 203 mm Türme. Habt wieder einen etwas schlechteren Tarnwert. Seid dafür etwas schneller. Auch hier wieder panzerungstechnisch. Jetzt nicht so überragend. 100 mm zieht er nur. Die liegt zwar ganz okay im Wasser, aber trotzdem, ihr werdet gut Schaden fressen über Zeter. Bleibt hinten, weicht die ganze Zeit aus. Das ist der Spielstil dieser Kreuzer. Weicht aus, fahrt Kurven, kitet am Kartenrand lang oder so, dass ich auch noch kommen, eine Insel, der ihr schießen könnt. Aber das offene Meer ist euer Freund und vor allem ist Entfernung euer Freund. Ihr bleibt weit weg von den Gegnern und spammt sie mit der HE nieder. Und ja, 35 Knoten, 12 Kilometer, also schnelles Schiff auch hier wieder, um gut an die Position zu kommen. Sie macht gut Schaden. Kommen wir jetzt mal zum letzten wirklich guten Upgrade, sage ich mal, der Reihe jetzt. Auch der 10er. Auch hier würde ich euch fast schon empfehlen, nehmt das Aufklärungsflugzeug mit. Dann könnt ihr richtig schön auf extremer Entfernung bleiben. Ihr ladet relativ lange nach für 203 mm. Mit einem schönen Zau. Ein meiner Meinung nach auch sehr schönes Schiff, finde ich. Ihr ladet relativ lange nach. 13,7 Sekunden ist happig. Die Turmdrehzeit ist auch groß mit 30 Sekunden. Maximal, aber ihr seid relativ präzise. Und vor allem halt auch euer HE-Schaden ist halt auch sehr geil. 34 mm Pen, das ist sehr nice. Damit durchschlagt ihr 32 mm, wie zum Beispiel bei der Yamato.
Auch eure AP kann sehr guten Schaden verursachen, wenn ihr breit in ein Schiff reinkriegt, aber eure Hauptwaffe ist die HE, auch aufgrund eurer Gefechtsentfernung. Ihr bleibt weit weg vom Gegner. Das ist euer Job. Wirklich. Bleibt weit weg und farmt sie nieder aus der Entfernung. Ihr habt ganz okay Trefferpunkte, eure Panzerung ist auch okay. Die Zita liegt jetzt auch wenigstens an manchen Stellen ein bisschen tiefer im Wasser. Verlasst euch aber nicht auf eure Panzerung, verlasst euch auf eure Ausweichskills, sage ich mal. Das Schiff ist relativ wendig, 7,7 Sekunden Ruderstellzeit, das ist ziemlich schnell. Für einen Kreuzer vor allem, das ist kein kleiner Kreuzer. Und ihr könnt damit sehr gut ausweichen. Nutzt das, bleibt auf Entfernung, ihr habt einen guten Tarnwert. Aber vor allem auch hier habt ihr einen Upgrade zu den Torps. Ihr könnt zwischen zwei Torpedos wechseln. 12 Kilometer mit abartig viel Schaden, 23.700. Vor allem 12 Kilometer Torps, ihr könnt ungespottet torpen, wenn ihr sie richtig skillt. Würde ich halt auch hier die Ladezeit, um echt zu sein, der Hauptbatterie verkürzen. Dann halt hier Tarnung auf jeden Fall rein. Hier Antriebsmodifikation, damit ihr eben schnell anfangen könnt und so eine Sachen. Halt, dann bremst ihr ab und gibt wieder Gas. Hier würde ich die Turmdrehgeschwindigkeit, um ehrlich zu sein, erhöhen, weil eure Türme drehen sehr langsam. Hier Schutz für Manövrierbarkeit, damit euer Ruder und so weiter nicht ausfällt. Und halt hier, dass eure Hauptwaffe natürlich nicht ausfällt. Wirklich, euer Überleben sichert euch eure Beweglichkeit. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das Gute ist halt immer noch, selbst wenn ihr mal wenig Leben habt, ihr könnt die Torps immer noch nutzen bei 12 Kilometern oder nehmt die 8 Kilometer und seid einfach verrückt. Weil das ist natürlich absolute Close-Range-Torps dann. Und mit den 12 Kilometern Torps könnt ihr sehr gut arbeiten, noch sehr viel Schaden verursachen. Und das sind geile Torpedos. Das sind sehr, sehr geile Torpedos. 1,7 Kilometer Spot-Range ist auch okay, aber es stand auch schon mal drin, der Abwurfwinkel ist grottig. Bei den anderen Schiffen lagen sie wenigstens noch mit Schiffs, damit konnte man noch ein bisschen arbeiten. Aber auch hier, ihr habt keinen guten Winkel. Ich glaube, der Winkel dürfte irgendwas mit in der Richtung sein. Also ihr müsst euer Schiff breit drehen, um noch Torps setzen zu können, zum Beispiel im Infight. Dafür habt ihr ja zwei Fünferwerfer hinten. Ist natürlich, kann natürlich sehr geil sein. Sie machen, wie gesagt, sehr viel Schaden. Könnt euch nochmal den Arsch retten. Aber am besten ist es, wenn ihr sie gar nicht erst einsetzen müsst, eure Torpedos. Weil ihr auf jeden Fall bleibt. So spielt sich die Reihe, so ist die Reihe. Es sind Abfuck-Spam-Kreuzer aus der Entfernung mit Ausweichen. Der Albtraum eines jeden Schlachtschiffs, vor allem mit elendlanger Nachladezeit. Bleibt auf Entfernung. Es sind starke Kreuzer. Kommen wir nun zu einer Reihe, die nicht so gut ist. Das wussten die Entwickler auch, aber sie wollten sie so haben. Die Yodo-Reihe. Also, kurzum, es sind auch hier wieder leichte, schwere Kreuzer. Großer TP-Vorrat, schwache Panzerung, Sprenggranat verursachen hohen Schaden, hohe Drehgeschwindigkeit. Ihr habt eine lange Geschossflugdauer, das ist richtig. Geringer AP-Granatenschaden. Ihr habt mit die geilsten Kreuzer-Torpedos. Ihr habt eine hohe Höchstgeschwindigkeit, aber auch eine geringe Manövrierbarkeit und geringe Erkennbarkeit. Gehen wir die Reihe fix durch noch. Letzte Reihe jetzt. Agano. Es ist ein bisschen eine Furutaka mit einem etwas anderen Layout. Ich glaube. Hallo? Nein, kein Text. Doch, siehst du. Sie baut aus der Furutaka-Klasse auf. Ich glaube, man sieht das ziemlich, ziemlich gut. Schiff gab es wirklich. Ihr habt Mitschiffs, habt ihr hier so schön Torpedos schon zu liegen. Ist natürlich geil, dass die so Mitschiffs liegen. Dann könnt ihr sie auch von beiden Seiten aus benutzen. Ihr seht es jetzt schon, ihr habt auf Stufe 5 schon 12 Kilometer Torps. Ansonsten ähnelt sich das Schiff sehr zu Furutaka oder Aoba, außer dass ihr halt nur 52 mm hat und nicht 200 mm. An dem Kaliber ändert sich übrigens auch nichts mehr. Außer dass es 155 mm, glaube ich, irgendwann wird. Ihr seid ziemlich schnell. Ruderstellzeit ist jetzt nicht ganz so, das ist aber auch noch ein 5er. Verborgenheit ist jetzt schon ordentlich mit 11,1 Kilometern. Ihr habt jetzt schon 12 Kilometer Torps. Ihr seht es, ihr könnt sehr früh anfangen zu torpen, ohne aufzugehen. Aber ihr ladet sehr lange nach. Hier geht es noch mit 8 Sekunden, aber glaubt mir, das wird noch schlimmer. Gokase ist auch hier ein bisschen wie gegenüber mit der Ober halt eine Weiterentwicklung des Fünfers. Ihr habt einen Turm mehr. Ihr habt, glaube ich, nicht unbedingt bessere Torps. Ihr habt eine Range. Die ist okay, aber jetzt auch nicht so dolle. Auch hier wieder nimmt die Hydro natürlich mit. Ihr könnt euch das Leben retten, vor allem gegen Zerstörer. Ihr habt keine Armor. Wirklich, eure Panzerung ist nicht vorhanden. Sie ist nicht vorhanden. Ihr fresst sehr viele Zitas. Ihr seht das jetzt schon, die Zitas sind sehr weit aus dem Wasser. Schwieriges Schiff. Wenn ihr mit ertorpen könnt, sehr geil. Ihr müsst ein bisschen hinten bleiben. Vorsicht besser als Nachsicht. Wenn ihr einmal gespottet seid, werdet ihr tot gespammt. Das sage ich euch jetzt schon. Hier geht es jetzt schon los mit den Drillingstürmen. 155 mm, Torps links und rechts.
Mitschiffs, 4 Kilometer, 4 Kilometer, 4er Torps, aber jetzt schon 13 Kilometer Range. Ihr seht, die Torps entwickeln sich stetig weiter. Ihr habt jetzt eine ordentliche Hauptbatterie, nur lädt sie sehr lange nach. Sie ist ganz okay präzise. Die Feuerreichweite ist für einen 7er ist auch okay. Könnt ihr auch nochmal steigern auf über 15 Kilometer, sogar über 16. Das ist okay, aber ihr seht es jetzt auch schon. Eure Lebenspunkte sind auch in Ordnung, aber auch hier wieder die Manövrierbarkeit lässt vielleicht noch kurz ein bisschen zu wünschen übrig. Ich habe wieder eine sehr gute Verborgenheit. Der 7er ist okay. Er macht Spaß. Hat wirklich okay Torps. Die Torps sind echt ein Pluspunkt bei der Reihe. Aber es wird schlimmer. Es wird nicht besser, es wird schlimmer. Shimanto! Hier seht ihr es schon. Das sieht sehr komisch aus an den Turmlayout. Ihr habt zwei Türme hinten, drei Türme vorne, ein bisschen wie bei der Mogami. Auch hier habt ihr jetzt 150 mm wieder. 15 Sekunden Nachladezeit. Ihr merkt es jetzt schon, 15 Sekunden. Die Mogami hat mit demselben Artillerie-Layout 10 Sekunden nachgeladen. Und sogar mit ihren 203 mm hat die Mogami immer noch schneller nachgeladen als die Shimanto. 16,5 Kilometer Range ist okay. Lebenspunkte sind jetzt schon ordentlich. Mehr, also so viel wie, wie der 10er der anderen Kreuzerreihe. Die Torps sind aber, werden leider ein bisschen langsam. 57 Knoten dafür. Das ist verrückt. Dafür machen sie jetzt schon auf Stufe 8 21.000 Schaden. Und haben 15 Kilometer Reichweite. Die Torps machen extrem viel Schaden. Auch hier wieder, Ruderstellzeit ist okay, Wenderas ist jetzt nicht ganz so dolle für einen Kreuzer. Speed ist auch okay auf jeden Fall. Verborgenheit wird sehr gut, wenn ihr es skillt. IT auch hier selbes Layout wie bei den anderen Kreuzern. Ja, auch hier bei den Verbrauchsbatterien gibt es auch nichts Besonderes zu sagen. Ihr ladet halt sehr lange nach mit eurer Hauptbatterie, das ist halt so bitter. 15 Sekunden ist halt sau ewig. Selbst wenn ihr es irgendwie runterkriegen solltet, das ist sehr, sehr lang. Takashi, jetzt der 9er. Auch hier ist es ein bisschen wie bei der anderen Reihe. Bisschen das gleiche in grün, blau, gelb, wie auch immer. Halt nur, jetzt habt ihr wieder ein bisschen mehr Leben. Jetzt habt ihr 49.500. Ihr habt auch hier wieder dieselben Specs, was den Speed angeht. Aber die Verborgenheit bleibt ungefähr gleich. Eure Range ist ein bisschen besser. Es ist ein kleines Upgrade, aber jetzt kein so riesiger Sprung. Aber kommen wir nun zum 10er, zum letzten Schiff, der Yodo. Und ganz ruhig spielen, muss nicht gleich abstürzen, nur weil ich mir die Yodo hier angucke. Ihr habt einen Turm mehr, ihr habt jetzt 650 mm Türme. Sie haben die Nachladezeit schon ein bisschen gebufft, 12,5 Sekunden. Es ist immer noch sehr lange für dieses Kaliber. Ihr macht keinen Schaden. Ihr macht halt keinen Schaden mit der Hauptbatterie. Eure AP macht keinen Schaden, eure HE macht keinen Schaden, eure HE zündet kaum an. Liegt natürlich am Kaliber. Aber andere Kreuzer mit diesem Kaliber haben eigentlich Doppeltürme natürlich, aber laden halt dreimal, viermal so schnell nach. Das ist halt so dieser kleine Unterschied von diesem Schiff. Die Schüsse sind absolute Bogenlampen. Also sie fliegen ungefähr so. Ihr habt zwar eine hohe Feuerreichweite, 18 Kilometer, das hilft euch halt auf Entfernung zu bleiben. Auch hier wieder ist Entfernung euer Freund. Ihr habt sehr geile Tops, 15 Kilometer Tops, sogar mit 60 Knoten, fast 24.000 Schaden. Pro Torp, nur 100 Sekunden Nachladezeit, das ist ordentlich. Die Torps liegen immerhin mittschiffs, damit ist der Winkel ganz okay. Ihr könnt gut was abdecken, müsst euch nicht so sehr breitseite drehen, um die Torps abzufeuern. Es sind sehr starke Torpedos, es sind Spamkreuzer, ohne dass es Spamkreuzer sind, weil ihr halt sehr lange nachladet. Das Problem ist auch, aber was die Reihe gut kann, ist Flugabwehr. Das ist das Dumme. Sie haben ihnen sehr gute Torps gegeben und eine sehr gute Flugabwehr und das war's. Die Flugabwehr ist sehr geil, vor allem für einen Japaner ist die Flugabwehr stark. Sie fängt bei 6,9 Kilometern schon an zu schießen, was sehr nice ist. Ihr seid ein sehr guter Flugabwehrkreuzer, nimmt trotzdem eine Hydro bitte mit. Leben ist wirklich okay, 55.000, das ist ordentlich. Aber auch hier wieder, eure Panzerung ist, ja, ist nicht da. Sie ist nicht da. Ihr habt am Rumpf, das müsst ihr euch mal geben, 25 mm Panzerung. Das ist gar nichts. Das Deck hat auch nur 30 mm, nicht mal 32. Die Türme sind mit 32 mm gepanzert. Die fliegen euch sauschnell raus, wenn man es weiß. Eine Desmo, also Des Moines, der amerikanische schwere Kreuzer, wenn er hier auf die Türme ballert. Tschüss, tschüss Türme, macht's gut. Schön, euch gekannt zu haben. Bam, bam, bam. Die klatschen einer nach dem anderen raus. Ihr kriegt sehr viel Schaden. Ihr frisst sehr viel Schaden. Das Schiff hat dafür eine gute Verborgenheit, eine gute Range, sehr gute Torpedos, sehr gute Torps, aber auch eklatante Schwächen. Die Nachladezeit ist meiner Meinung nach zu lange, auch wenn sie so viele Geschütze hat. Sie lädt immer noch viel zu lange nach.
Das wussten die Entwickler, sie wollten einen Flugabwehrkreuzer haben, mit guten Torpedos und einer guten Verborgenheit. Haben sie bekommen. Habt ihr bekommen. Ich finde, es ist keine sehr starke Kreuzerreihe. Sie kann bestimmt Spaß machen. Nur glaube, also ich habe jetzt auch schon von vielen Freunden gehört, die das Schiff haben. Sie macht nicht sehr oft Spaß. Man muss die richtige Runde erwischen. Vor allem, wenn euch ein Zerstörer trotzdem am Arsch klebt, auch wenn ihr eine gute Verborgenheit habt, seid ihr die ganze Zeit offen und ihr werdet halt gefarmt, weil ihr halt nun mal groß seid, keine Panzerung habt und sich die Leute und die Leute mittlerweile halt im Kopf haben, seht euch an, wie lang dieses Schiff ist. Klar, es ist nicht so breit, aber es ist elend lang. Auch sonst, eure Manövrierbarkeit 930 Meter ist ein bisschen übel vom Veneradus her. Das ist mehr als die Yamato fast. Das ist mehr als die Yamato, das müsst ihr euch mal geben. Klar, die Ruderstützzeit ist viel besser, aber trotzdem mit der Speed, aber das Schiff hat Schwächen. Die Yodo. Ansonsten, bezüglich der beiden Kreuzer mit der Skillung, hab ich jetzt noch gar nichts gesagt. Ja, hier Freiheitsstatue, wunderbar. Ist jetzt egal, ob das jetzt hier japanisch oder amerikanisch ist. Es geht ein bisschen typisch, halt hier mit letzter Anstrengung. Bei den Schwerkreuzern könnte man auch Läuft wie geschmiert, also bei der Zao nehmen. Ansonsten auch Sprengmeister ist immer gut bei den japanischen Kreuzern. Adrenalinrausch macht immer durchaus Sinn. Auch Inspekteur, also das hier, damit ihr mehr Leben habt. Nehmt ruhig ein bisschen die empfohlenen Dinger, auch Tarnungsmeister immer bitte mitnehmen. Und klickt euch da mal ein bisschen durch. Versucht ein bisschen, Leben würde ich auch immer mitnehmen, weil die Schiffe halt nicht so viel Leben haben. Und ja, so würde ich die Kreuzer gehen. Ich habe sie leider nicht. Ausrüsten würde ich sie auch. Wie gesagt, sehr, also habe ich jetzt auch schon bei der Zau gesagt, an sich bei der Yodos dieselbe Ausrüstung. Halt hier nach einer Zeit würde ich durchaus verringern. Tarnungsmeister halt. Hier Antriebsmodifikation bei der Yodo. Hier, na, da könnte man überlegen, ob man da sogar die Torps nimmt, weil sie eben damit schneller werden. Und jetzt nicht die Drehgeschwindigkeit auf Batterie nimmt. Da könnte man wirklich nachdenken, hier das hier halt zu nehmen bei der Yodo. Damit die Torps, na, dann sind sie durchaus schneller. Das könnte geil sein. Ansonsten Schutz des Reben für Manövrierbarkeit und halt auch das da. Das war's. Das war die erste Hälfte der Japaner. Nächstes Mal Shima, Haugumo und Takirio. Gehen jetzt natürlich Schlachtschiff und Kreuzer. Wie gesagt, das ist die Beinzerstörer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Könnt mir gerne sagen, was ihr von dem Format haltet. Wie gesagt, das war nur meine Meinung. In meinem Clan sind immer noch Plätze frei. Bewerbt euch auf dem Discord. Link ist unten verlinkt. Und ja, ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Ich hoffe mal, ihr hattet Spaß. Und dass wir uns wiedersehen. Hier auf diesem Kanal mit dem nächsten Video. Wird wahrscheinlich ordentlich Nationen-Videos geböllert werden. Ich hoffe, es gefällt euch. Und kommt aber natürlich noch das Update-Video, dann nächste Woche Donnerstag, glaube ich, müsste es soweit sein. Und ja, neue Werft, freut euch auch darauf. Ich hoffe, dass wir uns wiedersehen. Schaut nur das Video, da ist alles verlinkt. Viel Spaß noch. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Sorry, dass das Video so spät kam. Macht's gut. Tschüssi. Vielen Dank.